Diese sogenannten Linecards werden dafür sorgen, dass die Bandbreite von 100 Megabit auf 250 Megabit pro Sekunde gehen wird. Von Berufswegen bin ich Pressesprecher, aber im Herzen bin ich Bauleiter. Wir geben euch heute mal wieder so einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Wir haben heute einen Pressetermin und zwar wird Ministerpräsident Söder und Telekom-Chef Höttges hier in Inning am Ammersee 800.000 Internetanschlüsse symbolisch in Betrieb nehmen. So eine symbolische Inbetriebnahme ist optisch kein Leckerbissen. Deshalb muss man das ein bisschen inszenieren, damit alle Spaß daran haben. Die Zuschauer, die Protagonisten und die Medien. Und deshalb haben wir hier eine Breitbandbaustelle Bayern aufgebaut. Wenn du das erste Mal hörst, dass du eine Veranstaltung machen sollst in Inning am Ammersee, dann sagst du natürlich, klar, die mache ich am See. Aber beim ersten Telefonat mit dem Bürgermeister erfährt man dann, dass der Bootssteg, den man sich ausgesucht hat, gar nicht zur Gemeinde gehört. Aber der Bürgermeister sagt, ich habe einen Ersatz für dich, das Platzhalt am Rathaus. Und das hört sich eigentlich auch gut an. Beim Ortstermin stellt sich dann aber schnell heraus, dass das Platzsaal für unsere Zwecke nicht geeignet ist. Und dann stellt sich auch heraus, dass Inning zwar eine Straße hat, die Marktplatz heißt, dass es aber keinen Marktplatz hat. Und auf der Straße hier fahren pro Tag 13.000 Autos, das ist ein Lunch. Wir sind dann herumgelaufen und haben immer geguckt, auch auf Google Maps, dass wir gesagt haben, da ist doch die Kirche, es muss doch irgendwo einen Platz vor dieser Kirche geben. Und es gibt auch einen Platz, aber es ist halt kein öffentlicher Platz, sondern es ist der Hof der Familie Herrmann. Und Gott sei Dank war die Familie Herrmann bereit, uns diesen Platz zu vermieten. Und da sind wir jetzt und haben den schönsten Platz in Inning am Ammersee. Jetzt haben wir einen Platz, aber ein Platz alleine ist natürlich noch keine Inszenierung. Und deshalb haben wir die Breitbandbaustelle Bayern aufgebaut. Und die zeige ich euch jetzt mal. Jetzt zeige ich euch, wie wir uns die Veranstaltung vorstellen. Hier auf der Bühne wird der Bürgermeister begrüßen. Dann hält der Ministerpräsident seine Ansprache. Dann kommt das Pult hier weg und es kommt ein Buzzer hin. Und dann werden die 800.000 Anschlüsse mit doppelter Geschwindigkeit in Betrieb genommen. Dann geht's rechts runter von der Bühne. Hier zu dem MFG, den wir aufgestellt haben. Wir haben eine Linecard vorbereitet. Die Linecard kann Anschlüsse mit bis zu 250 Megabit pro Sekunde machen. Die wird der Ministerpräsident und Herr Söder symbolisch hier einstecken. Tadam. Weil ab August nehmen wir solche 250 Megabit Anschlüsse in Betrieb und auch Inning wird dann davon profitieren. Also wir gehen von 100 auf 250. Und hier wird Herr Höttges etwas sagen zu unserem Angebot für Gewerbekunden. Wir wollen nämlich 470 Gewerbegebiete bis 2022 in Bayern mit Glasfaser versorgen. Weil Glasfaser für Gewerbegebiete ist toll, was ist für die Privatkunden? Wir haben Bayern FTTH ready, das heißt in den Vermittlungsstellen sind die entsprechenden Maschinen, um reine Glasfaseranschlüsse in Gigabit-Geschwindigkeit zu produzieren. Damit wir das machen können, wollen wir in Zukunft verstärkt auf Techniken wie zum Beispiel die Verlegetechnik Fräsen setzen. Das heißt, mit so einer Maschine kann ich Glasfaser in vierfacher Geschwindigkeit auslegen und damit wäre der Ausbau deutlich schneller. Wir gehen weiter und kommen zu dem Punkt Mobilfunk, weil das darf man ja nie vergessen, die Zukunft ist ja auch mobil. Hier wird nachher noch eine Antenne von der Firma Katrein stehen, eine niegelnagelneue Antenne, die alle Techniken bedient, LTE, GSM, UMTS und alle Frequenzen. Und wir geben auch einen Blick auf 100 Lücken im Mobilfunknetz, die wir in den nächsten 3 Jahren schließen werden. So, und das ist der Plan. So sieht die Veranstaltung aus. Das ist einmal der Rundlauf, dann gibt es Abschlussfoto auf dem Podium und dann ist hoffentlich alles gut gelaufen. Ich wollte euch aber auch noch unser Produktionsbüro zeigen, weil ich mache das ja nicht alles alleine, sondern ich habe natürlich Hilfe. Das ist die Steffi Halle, die kümmert sich um die Bespielung der Kanäle, Twitter, Instagram. Und das ist der George, der macht die Betreuung der Lokaljournalisten hier vor Ort und die Interviewanfragen für Statements. Und der Kiki wird nachher auch noch für Film zuständig sein und für den Blog. Und ja, hier haben wir uns eingerichtet im Teil des ehemaligen Kuhstalls.
Ihr seht jetzt dann Bilder von der Veranstaltung und könnt überprüfen, ob das jetzt alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Mich würde übrigens noch interessieren, ob euch die Baustelle gefallen hat oder ob ihr gerne andere Exponate gesehen hättet. Lasst mir doch Kommentare unterhalb des Videos da. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Falls ihr nichts verpassen wollt über den Ausbau bei der Deutschen Telekom, abonniert den Kanal und über ein Like würde ich mich sehr freuen. Bis dann. Wir haben im Moment mehr als 40.000 Kilometer Glasfaser schon verlegt. Das ist länger als das gesamte Kreis- und Staatsstraßennetz in Bayern derzeit ist. Wunderbar. Wir werden Mitte nächstes Jahres 95%, in Bayern 98% aller Haushalte mit mehr als 50 in den Spitzenbereichen, wir steigen es gleich vor, 250 Megabit versorgt haben. Das heißt, wir haben bewusst auf den ländlichen Raum gesetzt und nicht nur auf die Städte, wo ohnehin die Versorgung schon gut ist.